Das wird schön. So. Hallo, Lucius. Du weißt, dass du nicht hier sein solltest. So, Jet. Er arbeitet hier mit rohem Fleisch. Ich sollte mich irgendwie einmischen. Schön. Und wo du jetzt hier bist, kannst du diese Kisten zum Kühlraum bringen. Die sind nicht so schwer. Welche Kisten? Die hier? Die? Okay, auf zum Kühlraum. Nee, da nicht. Dahin. So, Hausarbeit. So, vielleicht Kisten wegbringen. Ach so, da unten. Ah, warte mal, wir müssen ja noch den Müll rausbringen. Wo ist denn der Müll? Jetzt ernsthaft, wo ist denn der Müll, den wir rausbringen müssen? Wir können ja jetzt nach draußen. Da war ja was. So, hier, der pinkelt nicht mehr. Aber das war der hier gepinkelt hatte. Wahrscheinlich, weil es Herbst ist. Oder? Ist schon Herbst? Aber ernsthaft, wo ist denn der Müll, den wir rausbringen müssen? Das muss ja in diese Tonnen. Oh, da haben wir den Gärtner. Oder? Ist das der Gärtner? Antonio! Hallo, kleiner Kumpel. Ich habe Arbeit für dich. Ich brauche etwas Benzin für meinen Rasenmäher. Kannst du es holen? Okay, Benzin. Ein Luftdruckkompressor. Oh, okay. Den können wir später noch gebrauchen. Wo ist Benzin? Wahrscheinlich in der Garage. Echt, jetzt aber so ein Anwesen hätte ich auch gern. Einen eigenen Raum für Tee. Obwohl, warte mal, wenn wir jetzt erst einmal für Jet hier die Dings machen. Kisten hier. So, du warst ein sehr guter Junge. In deinem Zimmer wartet ein Geschenk auf dich. Wir haben ein Geschenk. Ein Geschenk haben. Wenn du das Fahrrad zu Weihnachten möchtest, musst du dich hoffnungslos machen. Was ist denn das Geschenk? Da. Ein Ouija-Board. Ein Schalter macht mir wirklich hell, die Dunkelheit vertreibt sich schnell. Okay, wir nehmen Status wieder bei 5%. Aber wo ist das Müll gewesen, das wir rausbringen müssen? Hast du Jet schon guten Tag gesagt? Er ist wahrscheinlich im Kühlraum. Ne, habe ich nicht. Alter, wieso ist es hier jetzt so dunkel? Äh,
Okay, erstmal zurück zum Kühlraum. So, Badezimmer, hier lang. Da, die Hütte ist aber auch ein Labyrinth. Achso, Faschi. Ja. Habe ich fast vergessen. Habe ich fast übersehen. Hier. Ich hoffe, du bist glücklich. So, aber wo war der Müll? In der Küche vielleicht? Irgendwie, irgendwo? So, 15%. Wie hatten wir ihn umgelegt gehabt? Okay, die Türen gehen automatisch zu nach einer Weile. So, Hausarbeit erledigt. Aktueller Benehmensstatus 25%. So, er arbeitet hier mit rohem Fleisch. Ich sollte mich irgendwie einmischen. Mit dem Licht. Da war ja was. Jemand kann mich sehen. Okay. Der wird hier auf diese Säge da hinten fallen. Aber wie war denn das? So, und wir müssen noch Benzin holen. Das war bei der Garage. Glaube ich zumindest. Ihr Teezimmer. Ey, ich hätte wirklich gern ein Teezimmer hier. Er kommt nur einmal die Woche und verdient doppelt so viel wie ich. Wo gibt's Benzin? Oh, hallo Lucius. Hi. Wenn du etwas Zeit hast, könntest du nach der Kassette meiner Band suchen. Ich kann nicht, ich muss hier auf deinen Vater warten. Noch eine Aufgabe, okay. Hallo, kleiner Mann. Ich wollte heute die Reifen wechseln, aber ich muss wohl Jet bei ein paar Sachen helfen. Was war das denn jetzt? Weinkeller? Neues Inventarobjekt. Verschlossen, okay. Da hinten waren die Schlüssel. Aber... ich sehe die Schlüssel nicht. Ach, die sind wieder da oben. Hä? Komme ich da ran? Ah, okay. So, So. Okay. So funktioniert das. Gibt's hier Benzin? So, wieder auf die Taschenlampe. Hier ist dunkel. Gibt's hier?
Okay, kann ich nicht lesen. Und hier haben wir den geheimen Gang. Ja, Mann. Du hast einen geheimen Ort gefunden. Ja, nice. Hier werden wir irgendwen später noch opfern. Okay, hier haben wir aber keinen Schlüssel für. Neues Inventarobjekt. Was ist das? Hoppala, ne, hier. Flasche mit tödlichem Gift. Bleib lieber bei der Taschenlampe erst einmal. Oh, herrlich. Hey, ich habe dein Wohnzimmer übrigens gefunden. So, aber wir gehen mal wieder. Hier hinter einfach mal versteckt. 19:30. Okay, so viel Wein. So, aber erstmal, wo kriegen wir Benzin her? Wo war denn das? Nur einmal die Woche und verdient doppelt so viel wie ich. Was ist so besonders daran, Schweine aufzustützen? Ich bin sicher, das kann ich auch. Wo war Benzin und wo war das Müll? Okay, das, im D-Make war das irgendwie doch einfacher, das rauszufinden. Okay. Da sage ich mal nichts zu. Wenn du das Fahrrad zu Weihnachten möchtest, musst du dich im Haushalt nützlich machen. Bring ja, Mama. Zum Beispiel den Müll raus. Wenn du das Fahrrad zu Weihnachten möchtest, musst du dich im Haushalt nützlich machen. Ja, kannst du mir aber bitte sagen, wo das Müll ist? Ich würde gerne wissen, wo Müll ist, damit ich das rausbringen kann. Ah, okay, der hatte hier auch... Okay. Das müsste eigentlich wirklich in der Küche gewesen sein. Nur wo? Hier vielleicht? In einem der Schränke? Da! Wir haben Müll gefunden. Okay. Muss er jetzt in die Tonne oder in die größeren da hinten? Nicht hier, okay. Oder vielleicht doch in den da? Nicht springen. Muss ich das mit Telekinese machen?
Oder so irgendwie in der Art. Kann ich das aufmachen? Ah! Wo ist der Müllbeutel? Da. Warte mal. Wir nutzen wieder unsere Zauberei. Echt jetzt? Ist doch viel komplizierter, als ich gedacht hatte. Echt jetzt? So, Hausarbeit erledigt. Aktueller Benehmensbonus 50%. Nice. So, wir bleiben jetzt bei dem hier. Wo war aber Benzin? So. Er arbeitet hier mit rohem Fleisch. Ich sollte mich irgendwie einmischen. Ich muss sagen, ich mag die Musik hier. Aber wie mische ich mich ein? Kann nicht einmal springen. Ah, ich kann hier so vorbei. Ne, ich kann nicht so vorbei. Hier auch nicht. Okay, Jet, ich glaube, der Hausmeister hat gerade die Glühbirnen ausgewechselt. Was zum Teufel? Wie ist denn diese Glühbirne explodiert? Wie soll ich denn ohne Licht die Säge benutzen? Okay, Jet. Hey, suchst du bitte ein paar neue Birnen für mich? Ich muss hier weiterarbeiten. Ja, kein Problem. Hol mir ein paar neue Birnen, Lucius. Okay, im Badezimmer war das. In dem hier, glaube ich. Da waren doch ein paar Glühbirnen, oder? Ein neues Inventar. Waren hier keine Glühbirnen? Ich glaube, der Hausmeister hat gerade Glühbirnen ausgewechselt. Muss ich von irgendwo Glühbirnen klauen? Also, ja, muss ich eine. Aber von wo? Von einer Lampe? Ah, Glühbirne. Hol mir ein paar neue Birnen, Lucius. So, und jetzt, er ist oben auf die Säge geklettert. Das ist meine Chance. So, kann ich das irgendwie aktivieren von hier? Mann, warum geht die nicht rein? Links rum raus, rechts rum rein. Wieso kann ich das jetzt nicht... Hallo? Ah, da. Nice, der nächste Tod. Okay, ich feiere das gerade. Aktualisierung im Notizbuch. Und wir sind kräftiger geworden, stärker.
Die Lage hier ist absurd, Mr. Wagner. Und ich halte gerade das FBI zurück, eine Untersuchung zu starten. Ich stationiere einen Deputy beim Haus. Nur zu Ihrer eigenen Sicherheit. Ich wünschte, ich könnte mehr als nur Unfälle darin sehen, aber mir fällt kein Motiv ein. Ich weiß nicht, wie jemand damit hätte davonkommen können. Wir werden das aufklären. Betrachten Sie das Haus einfach als abgeriegelt, bis wir etwas finden. Es war kein schöner Anblick. Der Kopf war in zwei Teile zersägt und überall war Blut. Diese außergewöhnlichen Unfälle hielten mich nachts wach. 4 Tote in 4 Monaten. Alles scheinbar Unfälle. Aber ich hatte meine Zweifel. Es gab keine klaren Verdächtigen. Keine Motive, keinen Grund, eine Untersuchung zu starten. An dem Punkt war ich mir nur einer Sache sicher. Es würde nicht aufhören. Damit hatte ich recht. Nach einem weiteren Monat wurden wir wieder zu dem Haus gerufen. Aber diesmal war es anders. Diesmal war es Mord. Ich mag die Musik. Gesunde Ernährung, 15. Oktober 1972. Oh. Ja, das ist jetzt, ich glaube, Jovita, oder? So, das Ouija-Board leuchtet. Naga können mich nicht leiden, ich wüte in ihren Eingeweiden. Okay, Aktualisierung, Jet. Es wurde noch ein Schwein geschlachtet. Okay, schöne Bilder haben wir dann. Die Uhr finde ich gruselig. Diese Uhr, die ist richtig gruselig. So, ich glaube, es müsste jetzt Jovita an der Reihe sein. Übrigens, die Schlüppis müssen wir alle auch mal in den Keller bringen. In die Wäschekammer. Und die Socken. Aber wir können die nicht in unser Inventar packen, wie im D-Make. Wir müssen da wirklich einzeln hin und her rennen mit jeder einzelnen Unterhose und jeder einzelnen Socke. Vor allem, das ist aber auch, die ist sehr dehnbar. Ja, Hel, willkommen zurück. Du hast irgendwie so ein Timing drauf. Sei ein guter Junge, Lucius, und sieh nach, ob Alistair Hilfe braucht. Ja, ich muss erstmal die Schlüppis hier in die Wäschekammer bringen. Hey, wir haben übrigens dein Wohnzimmer gefunden. So, hier kommen die weißen Schlüppis rein. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Weißt du, dein Onkel ist etwas Besonderes. Susan und unser Onkel, die sind... Hallo, Liebling. Das wird eine Szene sein, da habe ich ein bisschen Angst vor. So, Billardroom? Nee, wo? Wo war das? Mein Game Stück ist dort. Übrigens, Hel, das wird dich interessieren. Die haben hier einen eigenen Raum fürs Tee trinken. Das ist das hier. Nee, nicht das hier. Wo war denn das? Hier haben die eine Bücherei. Ich will auch eine eigene Bücherei. Die haben hier wirklich einen Raum. Das Teezimmer. Nur fürs Tee trinken. Nee, es heißt Tea Room. Also Tee trinken. Teezimmer. Achso, du meinst das eine Raum da. Sowas braucht man auch. So, Billardroom? Ist das schon? Ich glaube, das hier ist es schon, oder? Nee. Nee, die hatten wirklich so ein. Das war es, glaube ich, nicht. Ich suche jetzt gerade das, Hier ist die Wäschekammer.
Aber echt, fürs Tee trinken braucht man wirklich ein eigenes Zimmer. Das ist wichtig. Okay, Klavier ist wieder repariert nach einem. Ich habe heute draußen eine Krähe gesehen. Ich habe hier vorher noch nie eine gesehen. Du warst in letzter Zeit so ein guter Junge. Wir müssen dich irgendwie belohnen. Hast du meine Ohrringe gesehen? Tut mir leid, Lucius. Ich bin nur ein wenig müde. Oh, wo ist das Tisch? Warte, wir haben doch eine Map. Okay, an der Map kann man nicht erkennen, wo so ein Teezimmer ist. Ohrringe suchen. So. Ach, hier darf man nicht mehr rein. Ah, hey, hast du das noch mitbekommen, wie wir hier den Metzger seinen Kopf in zwei geteilt haben? Schöner Anblick auf jeden Fall. Da können wir noch nicht rein oder raus. Je nachdem, was das ist. So, wo waren die Ohrringe? Das hast du noch mitbekommen, ne? Okay. Ich suche jetzt aber die Ohrringe. Wo waren die Ohrringe nochmal? Das ist noch immer abgeschlossen. Die waren auf jeden Fall irgendwo hier oben, die Ohrringe. Und hier durchsuchen ist... warte mal. Ich wollte schon sagen, das sah doch ein bisschen falsch aus, aber nee, war doch nicht. Hier in den Schubladen ist zum Glück... nichts Verwerfliches drinne. Aber wo waren die Ohrringe? Waren die vielleicht bei Tom im Zimmer? Warte mal, warum liegt der Staubwedel hier? Hey, ich arbeite hier. Das ist nichts für Kinder. Ja, Tom, wissen. Warte mal, ist hier... Da ist... Ne, doch nicht. Wo ist das Guckloch? Hier. Da ist das Guckloch. Hier gibt es auf jeden Fall mehrere Szenen, die nichts für Kinder sind. So, die Socken müssen wir jetzt runterbringen. Hä? Hier lang. Der Tom ist aber echt ein widerlicher Kerl. Sein Zimmer gleich neben dem Badezimmer. Okay, da hat es kurz geruckelt bei mir. Hat es auch... Ja, hat er auch geruckelt, okay. Aber jetzt hat er sich wieder eingefangen, oder? Ja. Vielleicht war das ein bisschen zu schnell oder so. Aber es waren jetzt keine ausgelassenen Frames. Hier, Teezimmer. Da ist es. Das ist das Teezimmer. Warum auch immer hier Wein ist. So, Lobby. So, Hausarbeitaktualisierung. Du hast auch im Westflügel ein Teezimmer. So, Benehmensstatus 70%. Ja, sowas braucht man. Freddy! Wir sind, Freddy, falls du dich noch erinnerst an Lucius, den D-Make, der Pixel Art. Das ist hier, ist das Original, was wir spielen. Und hier, das hier ist das Teezimmer, was man braucht. Im Westflügel.
Ich weiß jetzt nicht. Du warst in letzter Zeit so ein guter Junge. Ja, Mama. Ich muss dich irgendwie belohnen. Hast du meine Ohrringe gesehen? Ich weiß nicht mehr, wo ich sie gelassen habe. Ja. Wir haben übrigens schon 4 Leute auf dem Gewissen. Mary, Jean, Ivor und Jet. Vor allem eigentlich... Okay, 3 Männer, 1 Frau haben wir getötet. Ein paar Schlüppis haben wir schon zur Wäschekammer gebracht und eine Socke. Den Müll haben wir schon rausgebracht. Die Zähne haben wir geputzt. Nee, da wollte ich jetzt nicht hin. Wir wollen die andere Socke. Hier war doch, glaube ich, was. Da ist die andere Socke. So, Jean haben wir ja, nee. Wie war das? Mary haben wir erfroren, Jean haben wir verbrannt, Ivo haben wir zerquetscht und Jet haben wir... Was hatten wir mit Jet gemacht? Nochmal. Genau, zersägt. Wir sind hier zu schnell, lebig, Hel. Wer hat hier auf 2 Kanälen 1000 Let's Plays? So. Wo ist die Socke hin? Ich habe die Socke verloren. Du weißt nicht, wovon ich rede? Ich habe auch nichts gesagt. Hier haben wir die Socke verloren. So. 80%. Aber wer war jetzt hier mein nächstes Ziel? Also... Ich glaube, ich habe mich verliebt. Nicht? Weißt du, dein Onkel ist etwas Besonderes. War es Alistair? Wo war Alistair nochmal? Hier, oder? Da. Wie komme ich da hin? Durch die Bücherei? Agnes sagte, ich soll die verdammten Ratten vor Erntedank loswerden. Ich würde gern sehen, wie sie ihren fetten Arsch bewegt und es versucht. Oh, Mist. Sei ein guter Junge und hol mir eine Flasche 33er Wein. Das schaffst du doch, oder? Okay, eine Flasche 33er Wein. Agnes. Sie ist die gemeinste von allen. Ihre Todsünde, Völlerei, könnte sie vielleicht noch umbringen. Ich werde einen Weg finden, sie leiden zu lassen. Rattengift, ich kann das jetzt nicht nehmen, da sie sonst wissen wird, dass ich es war. Ich muss wieder herkommen, wenn alle schlafen. Okay, ich muss das Rattengift. Wo geht's nochmal in den Keller? Jo, das mit dem Früh aufhören kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall. So, wo ging es nochmal in den Weinkeller? Wir sind gerade hier. Dadurch. Hoppala. Die Steuerung. Okay, hier. Treppe hoch.
Oh, hier sind wir. Richtig. Du sprichst nicht viel. Irgendwie unheimlich. Terence? Hier ist irgendwo ein Kreuz in der Nähe, das wir umdrehen müssen. Tut mir leid, mein Junge, ich habe jetzt wirklich keine Zeit für dich. Wir machen morgen etwas Lustiges, versprochen. Wie soll ich das noch retten? Die Umfrageergebnisse sehen furchtbar aus. Was war nochmal Passwort? Warte mal. Und dann... war es, glaube ich, das hier? Nee. Okay, 90 ist das Maximalste. Auch nicht. Okay, wir müssen erstmal Passwort wieder rausfinden. Hier ist irgendwo ein Kreuz in der Nähe. Die ersten zwei Zahlen habe ich noch im Kopf Was gibt's denn hier? So, und wo waren die Ohrringe jetzt ernsthaft? Ach, sie ist es. Agnes. Was machst du hier? Ich bin beschäftigt und habe gerade keine Zeit für dich. Okay, die müssen wir vergiften. Warum bekomme ich immer solche Fälle? Terence. So, wer war das, der die hier Dings ver... Warte mal. Wir haben hier Flasche mit tödlichem Gift. Ich bleib aber hierbei, bei der Taschenlampe erstmal. Warte mal, wo ging's nochmal zur Küche? Ich glaube von da hinten, oder? Okay, wir sind einen sehr komplizierten Weg gegangen. Hier haben wir die Küche. Sie ist diejenige, die... Sauber machen, essen, holen, am besten alles gleichzeitig. Jetzt weiß ich, warum Mary immer so durcheinander war. Gott hab sie selig. So, aber wir müssen jetzt erstmal an das Gift kommen. So, Alistair war ja da hinten. Aber wo ging es nochmal? Wo war der Weg zum Keller nochmal? Das ist ein Labyrinth hier. Über die Bücherei? Hier? Nee. Warte mal, über die Garage war das doch. Also erstmal... wieder zur Lobby den Weg finden. Wo war die Lobby? War hier die Lobby? Oder hier? Ah, hier. So, Hale, bist du noch da? Dann zeige ich dir eben dein Wohnzimmer, das wir entdeckt haben. So halb. Okay,
Wir sind gleich da. Oder? Ist doch dein Wohnzimmer. Zumindest so ähnlich. Nur etwas sehr aufgeräumt. Achso, durfte ich nicht aufräumen? Ja, dann, tut mir leid. Wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Sorry. Nächstes Mal lasse ich liegen. Keine Innereien und so. So, 1930er. Okay, irgendwo von da oben wahrscheinlich. Ich glaube, das war das, was Alistair haben wollte. Die Innereien für die Fesselspiele. Ah, okay. Ich glaube, ich sag mal nichts dazu. Ist noch keine 22 Uhr. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Weißt du, dein Onkel ist etwas Besonderes. So. Da haben wir den Wein für ihn. Danke, Lucius. Okay, 100%. Im Zimmer wartet wieder ein Geschenk. Okay, wir wollen wieder in unser Zimmer. Gehen wir mal hier durch. Ich glaube, das ist schneller. Irgendwo da in der Nähe ist ein Herz. Ein Kreuz. Was Schaden macht. So. Du bist schlafen gegangen, damit du mitten in der Nacht aufwachen kannst. Agnes, Rattengift. Ich kann das jetzt nicht nehmen, da sie sonst wissen werden, dass ich es war. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht. Ich muss vorsichtig sein, dass mich niemand wach sieht. Sonst bringen sie mich zurück ins Bett. So, aber was war jetzt das Geschenk? Das Neue? Was haben wir bekommen? Neues Inventarobjekt. Anwendung übrig. Lucifer hat diese Spieluhr gesegnet. Sie hilft dir dabei. Ah, okay. Ich bleibe aber bei der Taschenlampe. So. Müssen leise sein. Weil wir jetzt hier nicht mehr alleine unterwegs sind. Deine Mama scheint immer noch wach zu sein. Sie darf dich nicht sehen. Okay, schnell. Mist. Lucius. Nein! Warum bist du auf? Geh sofort wieder in dein Bett. Spielende? Mama hat uns erwischt. So, okay, neu sortiert und... Hä? Nagel können mich nicht leiden, ich wüte in ihren Eingeweiden, ja. Okay, wo war nochmal der Weg? Ich renne mal ein bisschen. Durch den einen Raum können wir ja nicht durch. Hier? Scheiße. Kann ich ducken? Lucius.
Mist. Warum bist du auf? Geh sofort wieder in dein Bett. Ich glaube, das wird jetzt noch ein paar Mal passieren. So, wo ist die Taschenlampe? Da oben. Ist wieder neu sortiert. Hier können wir auch nicht durch. Ich glaube, wir müssen durch die Terrasse. Mist. Kann ich mich irgendwo verstecken? Wie bücke ich mich? Ich weiß, wir hatten das Problem auch noch. Ein Dings gehabt. Aber wie bücke ich mich? Wie verstecke ich mich hinter Gegenständen? Ja, die Szene kennen wir. Durch ihr Zimmer. Aber irgendwie muss ich mich hier doch verstecken können. Nein! Da war's! Geh sofort wieder in dein Bett. Da war's! Okay, wir wissen schon mal wohin. Die eine Tür. Jetzt ist die Frage, wie lange muss jetzt hier sein, bis sie... Ich höre sie. Okay, sie ist weg. Durch ihr Zimmer wahrscheinlich. Oder auch nicht. Hier durch? Hier aber nicht weiter. Komme ich da hinten jetzt weiter? Ich habe die Vermutung, die wird uns gleich wieder erwischen. Warte mal. Wieso ist die Taschenlampe nicht? Sie ging ja hier durch. Jetzt ist hier offen. Kann ich irgendwie raus? Hier. Da war ja was. An dem müssen wir vorbei. Alles klar, Freddy. Danke dir für den Lurk. So. Wir brauchen einen Permabefehl dafür. Ich kam noch nicht dazu, es wieder häufiger zu machen. Aber jetzt, wenn Freddy weg ist... Soll ich die Katzenohren wieder anziehen?
So, kann ich Licht ausmachen? Was zum... Ist da jemand? Nein, hier ist niemand. So, jetzt erstmal... Okay. Hier extra für euch ziehe ich die Ohren wieder an. So, jetzt ist die Frage, wo können wir durch? An dem sind wir jetzt vorbei. Wir müssen an das Rattengift kommen. Ist hier irgendwo eine Tür? Hier kommt man durch. So. Ey, ich bin immer hübsch. Hallo? Aktualisierung im Notizbuch. Agnes. Mit diesem Rattengift werde ich ihr beibringen, was passiert, wenn man eine der Todsünden begeht. Vater wird erfreut sein. So, es ist ja wieder Tag. Jetzt darf ich wieder nachts unterwegs sein. Ich hätte mir gewünscht, dass man den Weg eigentlich auch wieder zurückgehen darf. Sei ein guter Junge, Lucius, und sieh nach, ob Alistair Hilfe braucht. Ja, Mama. Nancy ist Mama. Okay. Sauber machen, Essen holen, am besten alles gleichzeitig. Jetzt weiß ich, warum Mary immer so durcheinander war. Gott hab sie selig. Hey, Guapo. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit für dich. Agnes wartet auf mich. Ja, aber ich will helfen. Sauber machen, Essen holen, am besten alles gleichzeitig. Jetzt weiß ich. Ich muss die Öhrchen dekorieren. Gott hab sie selig. So, wo? Warte mal. Hier, Rattengift. Objekt wurde korrekt verwendet. Man kann die Objekte auch falsch verwenden. Oh. Da bin ich jetzt gespannt. Ich sollte euch mit schleifendem Glitzer machen. Soll ich so pinke Öhrchen holen? Ja, Paschi, das war jetzt mit den Objekten falsch verwenden im Spiel hier gemeint. So, du hast neue Fähigkeiten erhalten. Gedankenkontrolle. Ja, nice. Das ist ein klarer Fall von Vergiftung. Und ich muss noch einmal alle im Haus befragen. Wer bereitet hier zurzeit das Essen zu? Ich glaube, es war Jovita. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so etwas getan haben könnte. Oh mein Gott, warum passiert sowas? Ich entscheide, wer zu was fähig ist, Mr. Wagner. Was halten Sie davon, das Haus für ein paar Wochen zu verlassen, bis sich alles beruhigt hat? Das können wir unmöglich tun, Mr. McGuffin. Das ist unser Zuhause. Wir wollen die Sache in Ordnung bringen. Die Autopsie ergab eine Vergiftung. Nach der Befragung aller Personen im Haus schien es, als hätte jeder einen Grund gehabt, sie nicht zu mögen. Jovita, das lateinamerikanische Dienstmädchen, hatte ihr das Essen gebracht. Aber das reichte für eine Anklage nicht aus. Ich hatte keine Beweise für eine Manipulation. Weihnachten stand vor der Tür und ich wurde von Mr. Wagner zum Abendessen eingeladen. Ich wollte nicht an einem Tisch mit einem möglichen Mörder sitzen, aber ich wollte mehr erfahren. Ehe ich die Chance bekam, mich umzusehen, passierte etwas anderes. Keine Zeugen. Keine Beweise. Etwas, das nur unter ganz bestimmten Umständen passieren konnte. Das richtige Wetter, der richtige Ort, die richtige Zeit. Ja, das ist das. Das ist der Mord. Mit dem... hier mit dem, diesen Eiszapfen. Der perfekte Mord.
Mein Junge, solch außerordentliche Ergebnisse. Ich bin von dir tief beeindruckt. Hör zu, ich muss dir noch etwas anderes beibringen. Tief in dir steckt die Fähigkeit, in das Bewusstsein der Menschen zu sehen und ihnen zu sagen, was sie tun sollen. Lass uns diese Fähigkeit gemeinsam erschließen. Ich mag, dass das sein Schattenhörner hat. Okay, 3. Oh, sehr gut. Maus 1. Das ist mein Junge. Du musst zuerst deine Stärke wieder erlangen. Innerhalb der Warte. Lasse sie Objekte benutzen, indem du das Objekt anklickst, während sie unter Einfluss sind. Oh, sehr gut. Setze deine Reise fort, Lucius. Nun wirst du weniger leicht entdeckt und kannst mehr Seelen für mich ernten. Ich finde das aber irgendwie genial so bei Lucius. Man ist der Sohn des Teufels und man muss als Kind... 24. Dezember 1972. Rutschparty. Es ist Weihnachten. Da muss man als Kind hier die ganzen Morde machen. Und niemand kommt da auf die Idee, ein Kind zu verdächtigen. Eigentlich der perfekte Auftragsmörder. Ich weiß, wir hatten dieses Jahr Schwierigkeiten, aber es soll unser Weihnachten nicht verderben. Wir haben einander als Familie. Wir sollten unserer Freunde gedenken und unserer treuen Angestellten. Ha, ich bin nicht sicher, wie du mit solchen Reden noch eine Amtszeit im Senat gewinnen willst. Dad! Alistair, bring uns bitte noch eine Flasche Burgunder. Und könntest du noch die Weihnachtsbeleuchtung einschalten? Sicher, Sir.